Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton, potente Gesundheitsküche. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Habe jetzt viel Arbeit gehabt die letzten Tage mit meiner Abspeckaktion und meiner Arbeit, viel Stress, aber heute wird wieder gekocht. Und zwar mache ich heute einen leckeren Fisch. Und zwar einen Fisch, da haut es euch das Ei aus der Hosen. Wenn ihr den mal für euren Partner macht, dann denkt die, der Schubik hat gekocht. Schmeckt wirklich geil, habe ich selber wochenlang ausprobiert. Verschiedene Rezepte und ich zeige euch mal, was wir alles brauchen. Ich habe gekauft ein Seelachsfilet. Wer Kabeljau nimmt, nimmt Kabeljau. Wer Dorade nimmt, nimmt Dorade. Also ein Fisch, der euch normalerweise schon mundet. Ne? So, dann braucht ihr, ich habe jetzt drei Karotten genommen, für mich alleine. Ne? Karotten. Dann braucht ihr Brokkoli. Und zwar habe ich da jetzt genommen so ungefähr ein Drittel bis einen halben Brokkoli, handelsübliche Größe. Ne? Dann braucht ihr eine Zwiebel, dann braucht ihr eine Orange. Orange, Fisch, hat der was im Kopf? Hat er nicht, erzähle ich euch gleich. Dann brauchen wir Weißwein und dann brauchen wir Pfeffer. Das war's. Das war's. Wir brauchen kein Salz, wir brauchen keine speziellen Gewürze. Doch, ich habe was vergessen, Asche auf mein Haupt. Den Ingwer natürlich. Ich habe mir gerade wie ich sage, der braucht mal keine speziellen Gewürze, denke ich mir, das kann doch gar nicht sein. Du hast doch da irgendwas und dann nach der Ingwer. Der ist bei mir schon so selbstverständlich, dass ich den jetzt sogar schon vergessen habe. Wir brauchen ein Stückchen Ingwer. Oh. Oh. Gestern habe ich übrigens so ein Stückchen Ingwer geschält und habe den in den Mund genommen und gelutscht wie so eine Lutschtablette. Der wird kleiner mit der Zeit. Ohne Schmand, den lutschst du weg. So. Ein Weglutschen so. Na? Ingwer. Also, wir machen heute ein Fischfilet und dieses Fischfilet braucht in der Zubereitung 5 Minuten Arbeit, nicht mehr. Den Rest macht der Backofen. Also, wir schälen die Karotten, wir machen den Brokkoli sauber, schneiden den in 5 Mark, hätte ich beinahe gesagt, ein bisschen größer wie 2 Euro große Stücke. Wir schälen die Zwiebel und die Zwiebel wird großzügig klein gehackt, also nicht zu klein. Und die Orange, die schälen wir. In der Zwischenzeit, wie ich das mache, baut mein Kameraassistent, den ich nicht habe, die Kamera hier um und ihr könnt mir ein bisschen zuschauen, weil das Ding geht wirklich sauschnell und schmeckt lecker. Bis gleich. So Freunde, ich habe also hier ein Stückchen Alufolie vorbereitet. Hier ist der Fisch. Der Fisch nach dem Waschen, den pfeffer ich. Dann lege ich die Orangenscheiben auf der Alufolie aus. Da habe ich früher Zitronen genommen und ich habe mich jedes Mal gewundert, der Fisch ist brutal bitter geworden und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. So, es liegt da also da, dann wird die Seite auch gepfeffert. Also der ist mit der Zitrone immer bitter geworden und das hat mir nie geschmeckt, bis ich mir irgendwann mal gedacht habe, Mensch, jetzt nehmen wir hier den Ingwer legen wir oben drauf. Bis ich mir gedacht habe, nimm doch mal was anderes, dann habe ich ja eben die Orange genommen und der Fisch hat absolut göttlich geschmeckt. Also wirklich hervorragend. Und seitdem mache ich das immer so. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich klappe das ein bisschen hoch und mache hier hinten am Ende in die Alufolie so einen kleinen Boller rein, dass das so bleibt und hier auch. In Bayern ist es ein Boller. So. Dann legen wir jetzt hier das Gemüse dazu. Die Zwiebeln natürlich darf man nicht vergessen. Schön alles drüber verteilen. Den Brokkoli. Man will ja zum Fisch was dazu essen. Ne? Und da ich zurzeit sehr leicht koche, habe ich gesagt, ich lasse die Kartoffeln weg. So. Jetzt ist da ordentlich was an Gemüse drin. Na, seht ihr ja schon. Jetzt drücke ich die Orangen da noch rein. Jetzt einen Schluck Weißwein dazu. Und jetzt spätestens merkt ihr, dass ihr gute Alufolie verwenden müsst, denn wenn ihr billige Alufolie nehmt, dann wird es nichts. So,
Das Ganze wird dann verschlossen. So, ihr habt es ja gesehen, das waren nicht mal 5 Minuten. Ne? Hier habe ich ein schönes Päckchen. Und dieses Päckchen packe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen. 170, 175 Grad Umluft, 20 Minuten. In der Zwischenzeit kann man sich die Simpsons anschauen oder Two and a Half Men. Und dann kann man einen schönen leichten Fisch essen. Ich zeig ihn euch, wenn er fertig ist gleich. Bis gleich. So, dann schauen wir mal an. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Oh, der duftet schon. Der duftet gut. Schaut euch das mal an. Die Farbe, der Fisch. So, Freunde, ihr seht es ja selbst. Das Gemüse, eine Wahnsinnsfarbe, da kommt ein Aroma raus. Probiert den einfach mal. Es ist ein sehr leichtes Essen, kann man auch abends noch essen. In diesem Sinne, ne, freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.